Hallo, liebe Zuschauer. Am 18.06. haben wir mit ein paar Kumpels eine kleine Tour gemacht. Erst nach Nordkirchen, dann zum Drüggenpüt, Haltern am See und zuletzt waren wir da im Mahl gewesen. Ja, die Überfahrt dahin war eigentlich nicht so doll, weil ja, da ist so alles gemischt durch die Stadt, durch Überlandstraße, dann Autobahn und ja. Dann waren natürlich auch wieder einige Strecken, die Navi uns gesagt hat, gesperrt gewesen, dass wir ja weiterfahren mussten. Da musste man ja auch wieder drehen, weil es von da aus gar nicht weiterging. Naja, war schon ein bisschen Stress und wir hatten uns auch wirklich super Wetter ausgesucht. Es war nämlich tierisch heiß. Aber gut, ich bin sowieso nur mit dem T-Shirt und Weste gefahren, von daher war es noch verhältnismäßig erträglich. Aber wie gesagt, auch auf dem Motorradtreff werdet ihr auch sehen, war jetzt nicht so viel los wie sonst immer. So, viel Spaß. Ja, wir waren auch super froh gewesen, wo wir endlich bei Nordkirchen angekommen sind. Ja, wie gesagt, der Platz war eigentlich verhältnismäßig leer, was Motorräder angeht, und auch Sitzplätze waren ohne Ende vorhanden gewesen. Leider waren die Schattenplätze unter Bäumen, wo uns auch noch jede Menge Kleinviehzeug auf die Knochen gesprungen ist. Naja, egal. Wofür gibt's Duschen abends, ne? Also ich war froh, wo ich auch dann nach Hause kam, dass ich ihn erstmal duschen konnte. Naja, aber ansonsten, wie gesagt, hat es eigentlich Spaß gemacht. Also so 2 bis 3 Mal im Jahr fahre ich immer diese Tour. Entweder nach Nordkirchen, Drüggenpüt und dann nach Bikertreff Vogel am Mahl oder umgekehrt. Ich fahre erst nach Mahl, dann zum Drüggenpüt und dann nach Nordkirchen und dann wieder nach Hause. Ja, als nächstes seht ihr hier den Bikertreff Drüggenpüt, Haltern am See. Der ist es nicht so, aber wie gesagt, seht ihr selber hier. Da bin gleich nur noch ein Eisklotz. Der Drüggenpüt selber ist jetzt nicht so berauschend doll, würde ich sagen. Ist ein riesiger Parkplatz auf einer Hauptstraße. Ja, dann ist dann, wie gesagt, noch das Gebäude, wo man sich Essen und Trinken kaufen kann. Daneben ist noch mal ein Gebäude. Da kann man wahrscheinlich auch innen essen oder so. Aber da sind auf jeden Fall auch Toiletten und das war doch schon, ne? Also ich habe eher so die Treffen, wo ja noch Wasser ist, ein See oder sowas. Oder ja, eben weiter weg von der Straße, wo dann auch wirklich Natur ist, ne? Naja, man kann sich eben alles nicht aussuchen, aber da dieser Treff eben immer dazwischen liegt, nehmen wir den natürlich auch mit. Ne? Dann kann man nochmal was trinken oder vielleicht auch was essen, wenn man gerade Hunger hat oder mal auf Toilette gehen. Ja, genau. So, hier sind wir jetzt bei Bikertreff Vogel angekommen in Mahl. Und dieser Parkplatz, also beim Vogel, der ist normalerweise voll. Also da müsst ihr echt schon Glück haben, dass ihr da noch Plätze kriegt. Ja, aber wie ihr hier seht, war jetzt nicht berauschend voll, ne? Naja, lag eben daran, weil es viel zu heiß war. Ich habe ja da selber noch unter dem Sonnenschirm geschwitzt. Ich hätte mal vielleicht die Kutte noch ausziehen sollen. Und genau zwischen Weste und T-Shirt, da fing ich langsam an, richtig zu schwitzen. Naja, wie gesagt, es war tierisch warm. Man hielt es wirklich am Motorrad nur aus, wenn du am Fahren bist. Deswegen haben wir auf der Rückfahrt auch die Autobahn genommen, obwohl ich die nicht so gerne fahre. Aber da waren wir wenigstens die ganze Zeit bis dahin, wo wir, also bis nach Wuppertal wieder, ja, schönen Fahrtwind und so weiter. Na gut, jetzt noch ein bisschen Vogel. Warte
Was wohl denn? Video? Von allen Leuten, die sich da gerade die Nase bohren. So, hier sind wir an der Bewa angekommen und ja, das war so mehr oder weniger der Endsport. Ne? Ja, mein Sohn war auch schon schachmatt mit seiner Freundin und ja, da sind wir eigentlich mehr oder weniger nach einer Zeit wieder nach Hause gefahren. Ja, das war die Tour gewesen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht und ihr habt so leichte Eindrücke bekommen. Naja, gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, wer mich noch nicht abonniert hat, darf das gerne tun. Ich habe ja noch nicht so viele Abonnenten. Dann weiß man wenigstens, wofür man was macht. Ja, ich wünsche euch was. Schöne Tage, schöne Wochen und ja, man sieht sich vielleicht. Bis dann, euer Jörg. Ja, leider habe ich am Motorrad momentan keine Kamerahalterung mehr. Deswegen kann ich erstmal vorläufig keine Fahrvideos mehr machen. Aber wie gesagt, es sind ja genügend alte Aufnahmen. Ganz unten. Bis dann.